ich denke, es war heute ein sehr schnelles Spiel und wir mussten auch mit viel Goal rechnen. Aber ich denke, wir haben auch gut unsere Chancen können oben, also draussen auswerten. Und ich denke, es ist, also wir können zufrieden sein jetzt mit unserer Leistung als Mannschaft. Wir haben hinten auch, ich denke mal, solid verteidigt. Wir haben als Team sind wir aufgetreten und von dem her bin ich die 41 Goal ist okay bei so einem Spiel gegen eine SPL1-Mannschaft. Die Vorbereitung haben wir nicht speziell auf Zug geschaut. Wir haben bereits am Donnerstag für den Match am Sonntag gegen Kriens geschaut. Wir wollten einfach einen beherzten Auftritt, einen mutigen Auftritt, Freude haben an den guten Szenen, die wir haben. Ich meine, hier auf Resultat irgendetwas zu machen, das geht nicht. In der momentanen Situation von uns schon gar nicht. Und ich denke, es war mit Ausnahme der ersten 15 Minuten ein gelungener Auftritt. Ja, ich denke, wir am Anfang haben wir ein bisschen Respekt davor, so unsere Chancen auszunutzen und so das 1-1 aufzunehmen gegen so eine Mannschaft. Aber ab der 15. Minute, finde ich, haben wir uns zusammengebracht und auch mehr getraut. Und das haben wir dann nachher in der zweiten Halbzeit auch können so weiterführen. Wir haben bewusst ähnlich geschafft, wie wir es gegen Kriens denn wollen. Ich habe zwei, drei verschiedene Leute probiert als Offensive. Wir haben Penalty-Werferinnen ein bisschen ausgewechselt, im Gegensatz zu den letzten zwei Spielen. Wir haben auf Aussen relativ viel rotiert. Ja, der Match gegen Kriens ist nicht das Maß aller Dinge, aber es kann brutal erleichternd sein, wenn wir das schaffen. Also ich denke, für den Verein war es ein guter Anlass. Das ist ja mal das Wichtigste als Organisator, der den Herrenmatch sicher auch vieles dazu beigetragen hat. Ob das der Rahmen ist, ob das die Zukunft ist vom Schweizer Cup, SPL-Mannschaften gegen Erstliga, ich weiß es nicht. Da wird man darüber müssen diskutieren. Wir können sehr gut mit dem leben. Ja, ich denke, klar, wir verschießen auch offene und unser Goalie hat aber auch ein paar offene, muss man sagen. Und ich denke, solange wir ähnliche Resultate sehen in der SBL 1, dass Zug die hinteren Mannschaften auch so wegputzen kann, wenn sie folgen, müssen wir uns da gar nicht schämen. Also ich denke, man hat gesehen oder auch als Zuschauer gesehen, dass wir uns über jede gelungene Situation auch gefreut haben als Mannschaft. Und ich finde, das ist mega toll gewesen, auch die Stimmung auf dem Bänkli, auf dem Feld als Mannschaft. Und ich finde, das kann man sehr gut in Erinnerung behalten. Ja.